HTV Kompakt beschäftigt sich am Donnerstag unter anderem mit diesen Bestandsaufnahmen. Architektur macht Schule. Bestandsaufnahme in Burkhardsdorf. Tanzprojekt gestaltet Show. Bestandsaufnahme fürs Repertoire. Und Köhlerhütte bekommt Auszeichnung. Bestandsaufnahme durch Gäste. Glück auf! Vielleicht auch mal zur Begrüßung Dobry den oder etwas flotter Ahoi. Sachsen hat in Prag um Gäste aus der Tschechischen Republik geworben. Wie die Tourismus-Marketing-Gesellschaft Sachsen am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in der Hauptstadt des Nachbarlandes vor mehr als 30 Vertretern tschechischer Medien mitteilte, sollen besonders neue Aktivangebote mehr Gäste aus Tschechien anlocken. Geschäftsführerin Veronika Hiebel, früher für den Tourismus im Erzgebirge verantwortlich, weiß, neben Städtereisen kommen vor allem Wandern und Radfahren sowie zunehmend auch Mountainbiken bei unseren Nachbarn sehr gut an. Auf diesem Gebiet habe Sachsen gerade in den Grenzregionen Erzgebirge und Vogtland attraktive Angebote geschaffen. So wirbt der Freistaat beispielsweise für den in Deutschland einzigartigen grenzüberschreitenden Stoneman Mirikwidi oder das Trail Center Rabenberg. Dort in Breitenbrunn ist Deutschlands erster Single-Trail-Park zu finden. Und damit zu weiteren Berichten. Tag der offenen Tür an der evangelischen Oberschule Burkhardsdorf. Interessenten konnten sich umsehen und mit Lehrern und Schülern ins Gespräch kommen. Auch kleine Experimente konnten die Besucher durchführen und dabei Erstaunliches erleben. Interessantes wurde bei einem Rundgang über die heimische Natur vermittelt. Ein Programmpunkt zum Tag der offenen Tür war die Ausstellungseröffnung zum LIDA-Kooperationsprojekt Architektur macht Schule. In der Ausstellung sind Projektarbeiten der bisher beteiligten Schulen zu sehen. Außerdem sind Modelle Gegenstand der Schau. Gefertigt wurden die von Schülerinnen und Schülern im Schuljahr 2018/19. Zur Eröffnungsveranstaltung konnte Elena Weber vom Regionalmanagement Zwönitztal-Greifensteine am Projekt Beteiligte begrüßen, so Dr. Susanne Buttolo von der Stiftung Sächsische Architekten. Ich freue mich sehr, dass wir heute hier im Rahmen des Tages der offenen Tür die Wanderausstellung Architektur macht Schule zeigen können. Also sie wird auch noch einige Tage länger hier zu sehen sein. Die Stiftung Sächsische Architekten hat sich mehrere inhaltliche Säulen gesetzt und eine davon ist die Architekturvermittlung an sächsische Schulen. Und das Ziel ist, Kindern und Jugendlichen Architektur zu vermitteln, Baukultur zu vermitteln und sie für diese Themen, die damit zusammenhängen, zu sensibilisieren. Und wir führen dieses Projekt seit 6 Jahren durch. Seit 2 Jahren können wir das im Rahmen einer LIDA-Förderung ganz anders durchführen, sind ganz anders finanziell aufgestellt. Und im letzten Schuljahr wurde das ermöglicht durch eine Kooperation von 5 LIDA-Regionen, unter anderem der Zwönitztal-Greifenstein-Region. Und damit ist das Projekt natürlich ganz anders in der Ausstattung möglich. Dafür ganz herzlichen Dank an die LIDA-Region, die das Projekt auch mit einem Eigenanteil sogar selbst fördert, weil sie diese Bedeutung natürlich auch miterkannt hat und uns als Stiftung auch da unterstützt. Das Projekt ist folgendermaßen aufgebaut. Also es gibt einen Betreuer vor Ort. Das war in dem Fall von der Schule hier in Burkhardsdorf die Frau Gauser. Die Frau Gauser ist Architektin und begleitet die Schüler die Schüler ein ganzes Schuljahr begleitet. Es wurde ein Projekt ausgewählt, was man untersuchen möchte, und zwar die Skala in Burkhardsdorf. Man hat sich also damit auseinandergesetzt, was ist das eigentlich für ein Gebäude, warum steht es leer, könnte man es vielleicht erhalten oder was könnte an diesem Ort sonst geschehen, was hat es für eine Geschichte, auch für Burkhardsdorf. Also das ist sehr, sehr vielfältig und das Wichtigste neben all diesen theoretischen Betrachtungen
ist die Umsetzung eines kreativen Projektes. Ein Projekt, das im Rahmen der Architektur macht Schule entstanden ist, präsentierte in Burkhardsdorf Samira Gebler. Sie ist Schülerin der Klasse 10a und hat für ihren Ort das Modell eines Spielplatzes entworfen. Die Projektbegleitung vor Ort hat der Architektin Mandy Gauser übernommen. Auch sie ist mit der Präsentation mehr als zufrieden. Auch ich freue mich, dass die Schüler jetzt hier eine Bühne haben, um ihre Arbeiten zu präsentieren. Es haben viele sehr intensiv mitgearbeitet, haben sich mit ihrem Ort beschäftigt, mit dem Kino beschäftigt, was ja jetzt, wenn man aus dem Fenster guckt, hier gleich gegenüber ist. Und bisher ist es immer in diesem Rahmen des Architektur macht Schule Projekts geblieben. Und jetzt ist es endlich mal auch öffentlich, dass sie auch, sag ich mal, ihren Verwandten und Bekannten das präsentieren können und auch der Öffentlichkeit präsentieren können. Für alle, die sich für den Ort interessieren, was hier jetzt entstehen könnte als Impuls. Die Zukunft und Gestaltung unserer Städte und Dörfer liegt in den Händen der Kinder. Sie sollen verantwortungsbewusst mit ihrer gebauten Umwelt umgehen. Für das Erkennen dieser zukünftigen Verantwortung und für die Sensibilisierung für die bauliche wie die ästhetische Qualität unserer Lebensumwelt kann Schule einen wesentlichen Impuls geben. Seit ihrer Gründung im April 2011 fördert die Stiftung Sächsischer Architekten die Baukultur im Freistaat Sachsen. Verwirklichung findet der Stiftungszweck unter anderem durch die fachgerechte Vermittlung von Architektur und Baukultur an sächsischen Schulen. Hierfür griff man die Initiative Architektur macht Schule der Bundesarchitektenkammer auf. Im Jahr 2013 wurden erstmals durch Architekten angeleitete Projekte durchgeführt. Die Projektfinanzierung erfolgt aus Mitteln der Europäischen Union, des Freistaates Sachsen und der beteiligten LIDA-Regionen. Die Ausstellung ist nach dem 5. Februar für einen Monat in der Zwönitztal-Greifenstein-Region in der Geschäftsstelle des Regionalmanagement im Berghaus an den Greifensteinen in Ehrenfriedersdorf zu sehen. Geöffnet ist die Ausstellung von Montag bis Freitag 10 bis 16 Uhr und an den Wochenenden von 10 bis 15 Uhr. Auch Voranmeldungen sind unter 037 346 687 10 möglich. Der 11. Sächsische Landeswettbewerb Unser Dorf hat Zukunft wurde jetzt durch Staatsminister Thomas Schmidt gestartet. Im Mittelpunkt des Wettbewerbs stehen engagierte Einwohner, die ihr Dorf attraktiver machen und die Dorfgemeinschaft festigen. Am Wettbewerb teilnehmen können Dörfer mit bis zu 3000 Einwohnern. Eine Jury wird die Leistungen in den Dörfern anhand der jeweiligen Ausgangslage und der individuellen Möglichkeiten bewerten. Entscheidend sind die Aktivitäten der Menschen, ihr Dorf gemeinsam lebendig zu gestalten. Erstmals wird den teilnehmenden Orten mit der Dorfwerkstatt eine professionelle Begleitung während des Wettbewerbs angeboten. Die Teilnahme am Wettbewerb kann in Abstimmung mit der Gemeinde selbst in die Hand genommen werden, zum Beispiel durch den Ortschaftsrat oder den Heimatverein. Auf die Sieger warten Preise bis 5.000 Euro. Die Teilnahmebedingungen und weitere Informationen sind abrufbar unter ländlicher-raum.sachsen.de/dorfwettbewerb. Mit Dragan Zofko kam jüngst ein besonderer Gast ins Hotel und Restaurant Köhlerhütte Fürstenbrunn nach Waschleite. Der junge Mann arbeitet für die Holiday Check Solutions GmbH München. Sein Gepäck bestand aus einer Urkunde und einem Schild. Beide weisen das Haus im Erzgebirge als Träger des Holiday Check Award 2020 aus. Hotelier Heiko Schmidt nahm es im Beisein seiner Familie, seiner Mitarbeiter sowie Nadine Hahn von der DEHOGA Sachsen entgegen. Unter allen Hotels in Sachsen belegt die Köhlerhütte beim Holiday Check Award den 8. Platz. Nur die besten 10 eines Bundeslandes bekommen die Auszeichnung. Um überhaupt in die Auswahl zu kommen, musste man mindestens 50 Bewertungen durch Gäste und eine 90-prozentige Weiterempfehlungsquote aufweisen. Die Holiday Check Solutions GmbH legt, basierend darauf, das Ranking fest. Hotelier Heiko Schmidt freute sich und dankte seinen Mitarbeitern mit den Worten: "Das macht uns unheimlich stolz, denn in der Liste stehen profilierte 5-Sterne-Hotels und das zeigt, dass wir hier in Waschleite in unserem Hotel und Restaurant Köhlerhütte Fürstenbrunn einen guten Weg eingeschlagen haben." Vor ca. 2 Jahren wurde eine erhebliche Summe in die Sanierung der Hotelzimmer und Bäder investiert und damit besonders schöne und gemütliche Zimmer in einem derzeit einmaligen erzgebirgischen Stil geschaffen. Fördermittel sind dabei keine geflossen.
Die Investitionen auch in kleine Dinge gehen immer weiter. Den Gästen soll ein besonderes Erlebnis und Komfort geboten werden. Aktuell ist der Hotellift der neue Hingucker. Der Aufzug wird derzeit wie ein Fahrkorb erzgebirgischer Bergleute gestaltet. Wir haben schon einen ersten Blick darauf erhascht. Die Gemeinde Bärenstein will die Zusammenarbeit mit ihrer tschechischen Partnerstadt Vipart auf hohem Niveau fortsetzen. 2020 gibt es ein Angebot zum Abbau sprachlicher Barrieren. Die Volkshochschule Erzgebirgskreis bietet ab dem 10. März einen Grundkurs Tschechisch im Pavillon der gemeinsamen Mitte beider Orte an. Der Kurs ist von jedermann belegbar. Am 30. Januar hatte Mike Henselin, Schulfußballbeauftragter im Erzgebirgskreis, Fußballteams aus Grundschulen der Region zusammengebracht. Unter dem Motto »Gemeinsam für Vielfalt gegen Diskriminierung« traten die kleinen Fußballer in der Sporthalle der Auer Grundschule auf dem Zellerberg gegeneinander an. Wichtigste Bedingung war, dass alle auflaufenden Mannschaften mindestens einen Spieler oder eine Spielerin mit Migrationshintergrund in ihren Reihen hatten. Ein praktisches Beispiel für gelungene Integration. Die Theorie zu dem brisanten Problem lernten die Kinder dank eines Workshops zum Thema Abseits des Feldes besser kennen. Gäste vom Landessportbund Leipzig halfen ihnen dabei. Genau das ist es, was Veranstalter und Trainer der Mannschaft Aue Celle, Mike Henselin, mit dem Wettbewerb erreichen möchte. Die Kinder sowohl theoretisch als auch praktisch an die Thematik heranführen. Mehr als verdient wurde er für dieses Engagement mit einem Ehrenpreis ausgezeichnet. Preise gab es auch für die Teams aus Aue, Stützengrün, Bad Schlema und Affalta. Ihr Ehrgeiz wurde mit Medaillen und Urkunden belohnt. Den heiß umkämpften Siegerpokal holte sich die Mannschaft aus Stützengrün. Genaueres dazu erfahren Sie am Wochenende in einem längeren Beitrag bei ErzTV. Im Erzgebirgskreis läuft die Umfrage nach den beliebtesten Sporttalenten der Region. Zur Wahl stehen 10 Mädchen, 17 Jungen und 14 Mannschaften. Die Online-Abstimmung beim Kreissportbund Erzgebirge läuft bis 24. März. Unsere Wochenserie beschäftigt sich Anfang Februar mit Zahlen aus Sachsen und dem Erzgebirge. Zahlen zur Sportförderung des Erzgebirgskreises im Jahr 2019. Die Sportvereine der Region konnten sich da über eine Sportförderung in Höhe von 500.000 Euro aus Landkreismitteln freuen. Der mit ca. 191.000 Euro größte Posten bildete der Nachwuchsleistungssport. Im Erzgebirgskreis gibt es 25 Talent- und 6 Landesstützpunkte sowie den Bundesstützpunkt Oberwiesenthal und das Nachwuchsleistungszentrum Fußball in Aue-Bad Schlema. Weitere 165.000 Euro flossen in insgesamt 827 Trainingsgruppen im Breitensportbereich und nochmals ca. 34.000 Euro im Leistungssportbereich. Neben der allgemeinen Förderung von Nachwuchsleistungs-, Breiten- und Leistungssport wurden die weiteren Finanzmittel auch in einzelne Sport- und Fachveranstaltungen sowie in Kleinsportgeräte investiert. Eine ähnliche Aufteilung der Mittel wird es auch in 2020 geben. Da die Sendung heute schon mit einem Ahoi begann, will ich noch einen Fakt über unsere Nachbarn in Tschechien nennen. In einer Tabelle ausländischer Urlauber in Sachsen stehen sie auf Rang 6. Nur Urlauber aus Polen, den Niederlanden, Österreich, der Schweiz und den USA liegen in der sächsischen Beherbergungsstatistik noch vor den Tschechen. Rhythmische Musik, buntes Licht, pfiffige Kostüme und vor allem engagierte Tänzerinnen. Das waren am 1. Februar die Zutaten für eine einzigartige Show im Kulturhaus Aue. Gestaltet wurde sie vom Tanzprojekt Keen on Rhythm Schneeberg. Das brachte unter dem Motto That's Life, eine Reise durch das Leben, sein vielfältiges Repertoire auf die Bühne. Die Idee dazu hatte Katja Reichert, die künstlerische Leiterin des Tanzprojektes mit seinen etwa 100 Mitgliedern.
That's Life, eine Reise durch das Leben, ließ die zahlreichen Besucher dank ausdrucksstarker Bühnenkunst sich an die Kindheit, die erste Liebe und andere Lebensphasen erinnern. Bereichert wurde die tänzerische Varieté-Show durch das hochkarätige Akrobatik-Ensemble um Natalie McCauley. Als Absolventin der National School of Music in Moskau und der Dance Theater School in Zürich ist sie weltweit unterwegs und sorgt dabei bei jedem Publikum für Gänsehautmomente. Weithin bekannt wurde Natalie McCauley durch ihre Teilnahme an der 9. Staffel der Fernsehsendung Supertalent im Jahr 2015. Das Publikum war begeistert von der Show. That's Life, eine Reise durch das Leben, sorgte für manches Déjà-vu-Erlebnis. Unsere Veranstaltungstipps beginnen mal wieder im Eduard von Winterstein Theater. Dort wird es am Sonntag eine Premiere geben. Zuvor steht Sonnabend 19.30 Uhr der Liebestrank auf dem Spielplan. Das ist eine komische Oper in zwei Akten von Felice Romani mit Musik von Gaetano Donizetti. Sonntag 10.30 Uhr ist das Figurentheater Jörg Brettschneider mit dem Stück Der gestiefelte Kater auf der Studiobühne zu Gast. Das Programm ist geeignet für Kinder ab 4 Jahren. Um 19 Uhr hat dann am Sonntag The Rocky Horror Show Premiere in Annaberg-Buchholz. Richard O'Briens Kult-Rock-Musical wird im Eduard von Winterstein Theater in der Regie von Tamara Korber aufgeführt. Es ist Faschingszeit mit den entsprechenden Veranstaltungen. In Burkhardsdorf lädt der BCA am Sonnabend unter dem Motto Fukuhila Sonnenschein zum Feiern ein. Die Veranstaltung beginnt 19.30 Uhr in der Eurofoam Arena. Am Sonntag folgt ab 15 Uhr an selber Stelle der Kinderfasching. In den Winterferien sind Großeltern gemeinsam mit ihren Enkeln eingeladen, an der bewährten Familienaktion des SAEK Chemnitz teilzunehmen. Unter professioneller Anleitung wird die Möglichkeit geboten, am 12. Februar kleine Hörspiele und am 13. Februar kleine Trickfilme selber zu produzieren und dabei in die Rollen von Medienhelden zu schlüpfen. Anmeldungen bitte unter 0371 355 64911 oder per Mail an chemnitz@saek.de. Weitere Infos auf saek.de/chemnitz. Während in anderen Nachrichten derzeit T wie Thüringen oder T wie Trump dominiert, hatten wir es heute mit T wie Tschechien. Im Jahr 2018 zählte Sachsen 114.904 Übernachtungen aus der Tschechischen Republik. Das entspricht einer Steigerung von 25,2% zum Vorjahr. Die positive Entwicklung setzte sich auch 2019 weiter fort. Von Januar bis November zählte Sachsen knapp 54.000 ankommende Gäste aus Tschechien, was einem Zuwachs von 8,5% zum Vorjahreszeitraum entspricht. Mit knapp 108.000 Übernachtungen wurde ein Plus von 3,4% gegenüber dem Vorjahr erreicht. Doch Tschechen kommen zu uns nicht nur als Touristen, sondern auch auf Arbeit. 2019 waren im Erzgebirgskreis 2.379 Frauen und Männer aus dem Nachbarland beschäftigt. 111 mehr als ein Jahr davor. Und damit Glück auf oder Spohem.